Und zwar schafft der ganze 38 km/h. Heute übrigens mal nicht im Penner-Style. Ich habe richtig gute Laune. Ich denke mal, das merkt man mir echt an. Probieren wir mal die Steigung. Das sind gute 15%. Safer views only. Immer safe riden only. Oh, Alter. Oh, Junge. Es ist wie, als würdest du gerade Porsche fahren. Hallo und schönen guten Tag, meine 20 treuen Follower. Es ist der 2. April 2022. Der Winter ist in Deutschland angebrochen. Heute ist ein sehr besonderer Tag. Und zwar habe ich heute mal mein E-Board mitgenommen und werde das heute mal ein bisschen austesten. Werde mal gucken, wo so die Grenzen liegen. Das erfahrt ihr dann im Laufe des Tages. Da werden auf jeden Fall noch einige Videos kommen. Hoffe ich, wenn ich heute nicht sterbe. Wer weiß, bei meinem Glück. Ich habe mich gerade instant aufs Maul gelegt. Ich bin nur einen Berg runtergefahren, wollte es leiden. Achsen sind viel zu weich gewesen. Ich habe mir einfach instant aufs Maul gelegt. Ja, so ist das nun mal in meinem Leben. Jedenfalls habe ich heute richtig Bock. Ich zeige euch erstmal das gute Ding. Und falls ihr das am Boxing noch nicht gesehen habt, guckt euch das unbedingt an. Ist auf jeden Fall lustig geworden und rede ich auch noch ein bisschen, ja, ein paar Sachen halt, die mich betreffen und meinen Kanal. Also lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. So, da ist das gute Ding. Ich bin das gestern schon mal kurz gefahren, aber habe da jetzt nicht wirklich viel ausprobiert, nur einmal eine Runde gedreht, weil ich noch verabredet war. Und umso mehr freue ich mich heute, das endlich mal auszuprobieren. Ich habe übrigens auch schon mal die Lampen dran gemacht. Und ja, dann machen wir das gute Ding mal an. Oh, es ist an. Eigentlich sollte hier eine rote Lampe leuchten, aber vielleicht sieht man das auch nur im Dunkeln. Keine Ahnung, das war gestern schon richtig. Ja, also ich sehe hier gar nichts rot leuchten. Das gibt schon mal 5 Punkte Abzug. Nein, kleiner Spaß. Gucken wir mal von unten, wie das so aussieht. Also es gibt 4 Möglichkeiten zum schneller machen. Ich bin jetzt gerade, glaube ich, auf 1. Ja, genau, hier ist die erste. So, gucken wir mal. Bremsung. Man kann auch zurückfahren, wenn man das hier einmal umstellt. Ach ja, genau, wenn man hier drauf drückt, sieht man noch den Akkustand vom Board. So, das wäre zum Beispiel jetzt die zweite Schnelligkeitsstufe. Das sind jetzt 20 km/h, die erste waren 15. So, dann gibt es noch eine dritte. Das sind dann 25 km/h, meine ich. Und dann gibt es noch die Stufe, die für mich interessant ist. Full Speed, Sportmodus, keine Ahnung, wie die das nennen, was weiß ich. Und zwar schafft der ganze 38 km/h. So, ich werde aber jetzt als allererstes die Achsen fester ziehen. Und zwar mit diesem wunderschönen Tool, was dabei war. So, ich habe mir so eine wunderschöne App namens GeoTracker runtergeladen. Damit kann man sich wohl anzeigen lassen, wie weit man jetzt gefahren ist den Tag, wie schnell man war, wie lange es gedauert hat, Höhenmeter etc. Und ja, ist einfach eine Schneeflocke auf mein Handy gefallen. Das einfache Leben, Alter. Naja, jedenfalls werde ich dann am Ende abgleichen mit den Specs, die dann im Internet stehen, wie lange ich denn dann nun wirklich fahren kann. Und ja, genug gelabert. Kommen wir jetzt endlich zum Wichtigen. Es ist übrigens wunderschön, dass mein neues E-Board jetzt auch direkt als Regen-Snowboard getauft wird. Bei der ersten richtigen Fahrt. Gestern bin ich zwar auch schon gefahren, aber da war es noch heftiger. Da war es sogar noch am Schneien. Jetzt ist das ja nur alles auf dem Boden. Mein Grip Tape wird auf jeden Fall wunderschön danach aussehen. Und nicht lang reden, wir fangen jetzt erstmal direkt mit All Terrain an. Mit einem wunderschönen, perfekt asphaltierten Boden. Und dann geht's ab. Oh, ja. Jetzt schafft er. Oh, ja. Ja, ja. Oh, der erste Modus ist schon. Oh, ja, ja, alles klar. Ah, mit sowas kommt der erste Modus an seine Grenzen.
Aber wie gesagt, der fährt ja auch. Ja, okay, jetzt wo es besser wird, merkt man auf jeden Fall einen krassen Unterschied. Ja, oh, ja. Ach krass. Okay, ist ein Riesenunterschied. Ich bin immer noch im ersten Modus. Und ich muss sagen, fürs Erste, ich bin zwar ein Mensch, der unheimlich gerne und viel schnell fährt mit einem normalen Skateboard, aber ey, das reicht schon völlig aus, um chillig rum zu cruisen. Ist nicht zu langsam. Und das ist der erste Modus. Das gefällt mir. Heute übrigens war nicht im Penner-Style. Ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen fresh gemacht heute. Ich hatte einfach mal wieder Bock, normal rumzulaufen beim Skaten. War ja gesagt, zu fahren. Und ja, da bin ich gleich ein Ticken selbstbewusster, würde ich fast behaupten. Aber ich muss sagen, das ist der erste Modus. Alter, das ist smooth. Also, klar, schneller ist immer geiler. Aber ey, eigentlich reicht das völlig aus. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich fahre übrigens heute nur auf Privatwegen, damit ihr Bescheid wisst, weil wir sind ja in Deutschland. Habe ich kurz mal den zweiten Gang eingelegt. Ja, ich nehme alles zurück. Das gefällt mir um einiges besser. Ah, fuck, ich muss jetzt den dritten machen, Alter. Ehrlich. Ja, das macht definitiv Bock. Und der letzte. Safer views only. Immer safe riden. Only. Oh, Alter. Oh, Junge. Ich bin fast gestorben. Aber das ist auch mein Markenzeichen. Aber die Bremsung? Smooth. Smooth. Alter, ey, ich sag euch jetzt schon, ne, ich liebe dieses Ding. Alter, Junge, Junge, Junge. Junge. Also die Geschwindigkeit gerade, das war glaube ich noch nie mal das Ende. Das war schon. Ich fahre ja eigentlich mehr beim Downhill so. Aber auf so einem Ding auch zu fahren, das ist was ganz anderes. Das fühlt sich halt auch nicht mehr wie ein Skateboard an, sondern es ist halt wirklich mehr wie ein richtiges Fahrzeug so. Und ich weiß nicht, das muss man mal ausprobiert haben. Ich habe immer Videos gesehen, habe mir so gedacht, ja gut, ist ein elektrisch angetriebenes Board, aber nee, damit hat sich das nicht. Es fühlt sich wirklich absolut Premium an. Ehrlich, es ist wie als würdest du gerade Porsche fahren. Und der erste Berg. War schon relativ steil, also war schon echt steil so. War zwar nicht lang, aber hat der Motor gut gemacht. Hat er echt gut hingekriegt. Krass. Erster Eindruck, Alter, absolute Bombe. Ehrlich. Probieren wir mal die Steigung. Das sind gute 15% und dann haben wir direkt einen kleinen Härtetest. Soll 20% schaffen, das Ding. Also, kommt an die Grenzen. Ich bin ja, wie gesagt, ich glaube, im schnellsten Modus. Aber auch kein Anlauf genommen. Ich denke, wenn ich Anlauf genommen hätte, sähe das noch anders aus. Aber er kriegt es auf jeden Fall, gut hin. Ah, mal gucken, ich glaube, jetzt stirbt er, oder? Schafft das noch? Alter, der schafft es noch. Also, ich bin ultra langsam. Aber ey, wann fährt man schon mal solche Dinger hier hoch? Ich kenne ja die Wege, ich wollte extra hierher fahren, um das Ding auch ein bisschen auszureizen. Aber geil. Übrigens, Sauerland Hawks, du hattest mir doch mal einen Spot geschickt. Also du hattest mir diesen Spot hier mal geschickt. Du sagst, ich soll hier mal fahren. Jetzt siehst du mal, so nicht laut Google, was auch immer, ich weiß nicht mehr, Google Earth hast du glaube ich verwendet, wie der Boden hier aussieht. Das sieht man da ja gar nicht. Das ist ja auch viel, viel älter, das Bild. Also hier ist leider gar nicht geil zum Fahren, aber wäre das gut asphaltiert, Alter. Holy shit. Holy shit. Das wär crazy as fuck, boy. Guck mal nach unten hier. Man erkennt das gar nicht. Wie, oh. Alter, was geht ab? Ja, mit Anschwung nehmen. Junge, ja, genau so muss das Board nach der ersten Fahrt aussehen.
mit Anschwung nehmen, ist auf jeden Fall noch ungewohnt. Man glaubt gar nicht, wie viel Kraft diese Motoren haben. Junge, ich bin so geflasht, Alter, ich laber einfach die ganze Zeit durch. Das ist ja crazy. Ich push mal ein bisschen rein. Boah, Alter, nee, stimmt, das ist ja der Highspeed-Modus, habe ich ja ganz vergessen. Boah, Junge, what the fuck, Alter. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig, aber geil, einfach nur geil, Alter, das macht, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Bock das macht, oh mein Gott. Ich dachte immer, ja, Junge, was soll ich mit dem E-Board, da machst du ja gar keinen richtigen Sport mehr hier und da, aber jetzt, wo ich das Ding hab, Junge, Junge, einfach Liebe, vor allen Dingen auch hart praktisch, habe ich ja schon immer ein Boxing gesagt, Link in der Beschreibung. Boah, jetzt finde ich fast. Junge, der ehrlich, das ist so krass. Der beschleunigt nicht gut. Ja, mega, aber darfst du noch nicht fahren, leider. Ich weiß. Ja, muss man noch aufpassen. Ja, aber man sieht es ja nicht. Also, ja. Ja. Kommen, ne? Ja, deswegen nur solche Wege. Ne? Ja, bis 20%. Ich fahre das gerade zum ersten Mal und ich bin total geflasht. Ja. Ja. Viel Spaß. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao. Ja, das ist definitiv eine Sache, an die muss man sich gewöhnen. Wenn man hier fährt mit so einem E-Board, da wird man natürlich von vielen Menschen angesprochen, weil keiner kennt das hier, jeder findet das cool. Ja, an sich, ich freue mich. Ja, ist ja jetzt auch nur zweimal passiert, bis jetzt. Aber ich glaube, nach einer Zeit kann das ein bisschen nervig werden. Vielleicht bringe ich bald Merch raus mit Don't Kill My Wipe, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Richtung, was weiß ich. Aber heavy, Alter, das Ding. Alter, ich habe absolut gute Laune, Mann. Junge, Junge. Ich habe richtig gute Laune. Ich denke mal, das merkt man mir echt an. Und wie ihr seht, hier ist kompletter Scheißboden. Und das meistert das Brett, als wäre es nichts. Es fühlt sich, was keine Probleme, es fühlt sich einfach nur geil an. Und guck mal, die Geschwindigkeit jetzt, das ist Highspeed. Aber ey. Also für den Berg. Na gut, ich sollte mich, glaube ich, nicht zu lange hier auf dieser Privatstraße aufhalten. Sondern lieber ins Industriegebiet gehen. Weil der Mann hat mir ja gerade gesagt, wir fahren öfter mal Privatstraßenpolizisten vorbei. Und macht das auf keinen Fall nach, Leute. Wie gesagt, auch wenn es eine Privatstraße ist, nicht zu weit rein in die Privatstraße. Kann teuer werden. Und euch den. Und noch andere Sachen können passieren. Aber da ich auf einer Privatstraße bin, muss ich mir da ja keine Gedanken machen. Oh, jetzt geht es weg ab. Das macht Bock. Ich weiß nicht, ob das Board. Oh, das ist ja. Alter, das ist echt schnell. Das Elving Nimbus, falls das jemand kennt von euch. Ob sich das auch lädt, wenn man berg runter fährt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Aber jetzt, so langsam, fahre ich mal zum Industriegebiet. In Portugal werde ich es, wie gesagt, jeden Tag nutzen. Da kannst du überall herfahren, wo du willst, weil ich mich da richtig informiert habe. Wenn nicht, dann verbessert mich. Aber ich hatte das mal auf so einer Karte gesehen, wo du das darfst und wo nicht. Und Portugal war ganz grün, also kein Problem. Also, fuck it. Und da freue ich mich so drauf. Oh mein Gott. Junge. Ey, ich hatte selten so einen geilen Tag wie jetzt. Nee, das macht mich absolut glücklich, auf diesem Ding zu sein. Jetzt kommt der heftigste Berg. Den nehme ich euch natürlich auch direkt mit. Ich gebe natürlich nicht unnötig Gas. Ne? Aber ich werde auf jeden Fall das mal auf die Downhill-Strecke mal mitnehmen. Und werde mal gucken, ob ich auch über diese 38 km/h komme, wenn ich bergunter fahre und Gas gebe. Und damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, ob der das reguliert oder ob man noch schneller wird. Also Leute, ehrlich, ich sag euch, wenn ihr Interesse an so einem Ding habt, ne, und ihr überlegt euch das zu kaufen und ihr sagt, ah, ist ja schon recht teuer, ich weiß nicht, Alter, macht's. Ehrlich, also kauft euch ein vernünftiges. Klar, das ist mein erstes Board, ich kann das jetzt nicht bewerten. Aber ich habe schon lange nach diesem Board gesucht, weil ich bin halt so ein Freak. Ich gucke tausend Sachen durch, bevor ich mir irgendwas kaufe. Auch Bewertungen und Kundenservice und hast du nicht gesehen. Und da bin ich halt hängen geblieben. Kauft euch so ein Ding. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist vor allen Dingen in heutiger Zeit mit den Benzinpreisen und hast du nicht gesehen. Ist es wirklich sehr, sehr vorteilhaft.
Klar, okay, in Deutschland muss ich zugeben, ist es jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, aber wenn ihr vielleicht auch gerade im Ausland lebt oder ihr einfach gut aufpasst, dann lohnt sich das definitiv. Mal eben einkaufen, zu Kollegen fahren. Das ist schon sehr, sehr sinnvoll. Ich bin übrigens ein Vollidiot. Ich habe nämlich vergessen, den Geo-Tracker anzumachen, obwohl ich das so drüber geredet habe. Das werde ich jetzt nachholen. Ich habe zwar den Motor schon gut belastet und bin auch schon ein bisschen was gefahren, aber ich denke mal, das war nicht über 5 Kilometer. Ich werde das Ding jetzt anschalten und dann das Endergebnis auch zeigen. Stopp. Geil. Ach, es hat schon wieder schön sauber. Fällt gar nicht auf. So, ich habe den Tracker jetzt angemacht. Hoffe ich, denke ich, wie gesagt, ich kenne mich mit der App durchaus. Das wird sich dann am Ende herausstellen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mein Handy nochmal rauszuholen, weil mit Handschuhen ist das immer ein bisschen blöd. Ja, ich fahre dann erstmal weiter. Ich bin jetzt gerade erstmal wieder in den ersten Modus gewechselt, weil ich auch ein bisschen was mehr fahren will heute. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt den ganzen Tag im Sportmodus fahre. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also der Motor, der, ja. Also es fühlt sich immer noch cool an. Wie gesagt, es ist ein geiles Gefühl, richtig geil. Aber man merkt schon, die Kraft vom Motor, die hat im Vergleich zum Sportmodus schon abgelassen. So. Aber wie gesagt, es fühlt sich immer noch stark an. Und guckt euch mal die Aussicht an hier. Die Cracks, die werden auch gemeistert, als wäre es nichts. Bis jetzt habe ich wirklich gar nichts, was ich zu bemängeln hätte an diesem Board. Gar nichts. Wir sind jetzt, einen Moment, wir sind jetzt bei 2,5 Balken vom Board. Ich werde es bis zum Ende austesten. Ich werde mich darauf jetzt erstmal nicht verlassen. Oh, da hinten ist der Skatepark. Da war ich so lange nicht mehr. Ich hoffe natürlich für uns alle auch, dass die deutschen Gesetze irgendwann einsehen, dass es genau so ein tolles Fortbewegungsmittel ist wie ein E-Bike, dass es nicht so viel gefährlicher ist und dass man dann auch auf normalen Straßen, Wegen etc. damit fahren kann. Aber bis dahin fahren wir halt nur noch Privatwege. Ja, man merkt schon, also ist keine Kritik, aber im ersten Gang so braucht das schon ein bisschen was, um durch die Geschwindigkeit zu erreichen. Aber ist ja auch ganz klar, ist ja auch quasi, ich schätze mal, der Eco-Modus dann. So, wir sind jetzt im zweiten Modus. Hier kommt ein ganz kleine Erhöhung, kleiner Berg. Ich pushe natürlich erstmal ein bisschen rein. Selbst das schafft das Ding im zweiten Gang. Nicht schlecht. Und ich würde nicht sagen, das ist jetzt zu langsam. So, jetzt geht's zur Straße hin. Hier werde ich natürlich jetzt absteigen und weiterlaufen, weil hier ist ja keine Privatstraße mehr. Und dann sehen wir uns gleich im Industriegebiet wieder.